Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wir haben den 01.01.2021, 8.41 Uhr, wenn ich diesen Film hier mache. Und es soll ein Jahresausblick werden, in dem ich in die verschiedenen Zeiteinheiten reingehe. Über das Jahr 2020 müssen wir nicht viel reden, da wird jetzt genug drüber gesagt. Nur die wenigsten haben es sehr gemocht. Ich habe es auch nicht gemocht. Ich sage immer, das war wie verknotete Kopfhörer, wie Stein im Schuh, wie nachts über Lego-Steine laufen und das alles zusammen. Ich glaube, jeder blickt positiv oder zuversichtlich auf das Jahr 2021. Das tue ich auch. Aber was macht die Börse? Das hier vor euch ist der Monatschart. Und ich habe jetzt einfach mal von diesem Tief, was wir im März hatten, habe ich mal die Fibos angezogen. Wir hatten eine fast perfekte Korrektur hier auf das 38er-Niveau. Ja, was wir dann, wo ist mein Fadenkreuz? Was wir dann hier im Oktober hatten. Fast perfekt. Wir sind am All-Time-High. Ein paar Punkte drunter, viel ist es nicht. Das heißt, im Moment haben wir so eine Art Doppeltop. Einmal, zweimal auf Monatssicht. Von den Bändern her ist alles in Ordnung. Es ist immer noch ein Hossemarkt, wenn ich mir das hier anschaue, seit 2009, ich mache es mal größer, ja, ist es ein Hossemarkt, nach wie vor, mit einer sehr, sehr schönen Korrektur runter bis zur 200-Monatslinie fast. Das ist die 200-Monatslinie hier jetzt bei 8.406. Das war gut. Ja, also insofern, auch wenn es anstrengend war, diese drei Monate, von der Technik her war das eine ziemliche Punktlandung. Wir sind also in einem Hossemarkt, wir sind deswegen oberhalb der 20-Monats-Linie, oberhalb der 10-Monats-Linie und das ist eine der Regeln von John Bollinger, das ist ein Hossemarkt, bumm aus. Von den Bändern kriege ich nichts Neues, gleitende Durchschnitte werden wieder leicht positiv, aber da gucke ich jetzt momentan nicht drauf, denn insgesamt ist das hier, nehmen wir mal den Ausrutscher hier, seit 2017 eine Seitwärtsphase, was anderes ist es nicht, ja, wenn wir das hier auch mal rauslassen. Von der Technik her, was MACD, der Trendfolger, ist weiterhin positiv, steigende Histogramme. Die Stochastik gilt es leicht als überkauft, aber das ist definitiv kein Verkaufssignal. Ich gehe davon aus, dass wir das Momentum, was wir haben, noch mit ins erste Quartal mit reinnehmen. Ja, also eine positive Bewegung durchaus haben. Ob das dann bis zu 14.000 geht, weiß ich nicht. Für mich ist das nur eine Zahl. Aber ich finde, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Gehen wir mal auf die Woche. Da sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar, hier haben wir die ganze Märzgeschichte. 200-Tage-Linie hier. Fangen wir mal an. Die Bänder sind okay, aber wir waren am oberen Band, also an der oberen Begrenzung und fangen mit einem Shootingstar, hören wir das letzte Jahr auf. Naja, vielleicht ist es auch mehr so ein Inverted Umbrella Doji, wie auch immer, ein negatives Signal. Auch hier sieht man das Doppeltop. Einmal, zweimal. Das überbieten da bis 13.907. Ich nehme es zur Kenntnis, aber nicht ernst. Der erste Rücklauf könnte gehen bis zur 20-Wochen-Linie. Und die ist jetzt rund bei 13.000. Auch hier sieht man nochmal das 38er, wirklich schön touchiert, ein bisschen drüber. Das darf man, ja, der hätte auch bis hier runtergehen können, bis zu 11.031. Soweit ich mich erinnere, war das Vorbörsenloch irgendwo bei 11.280, 11.300 irgendwo da. Wir sind weiterhin noch positiv im MACD. Wir gelten als heftig überkauft über die Stochastik, aber das sind jetzt hier nur 5 Wochen. Das ist eine kurze Periode. Nehmen Sie mal die hier. Das sind fast 4 Monate, wo der überkauft ist. Deswegen, es hat keinen Sinn, da jetzt schon drauf zu spekulieren, dass wir da jetzt irgendwo fallen und den Höchstkurs gesehen haben. Ich glaube nochmal, wir nehmen das Momentum, was wir vom Dezember haben, nehmen wir nochmal ein bisschen mit. Und ich habe auch eine Deadline dafür und das ist der 20.01. Der 20.01. ist die, sagen wir es mal so, Intronisierung von Biden. Und der Typ hat es momentan echt schwer, der darf ja fast nirgendwo mitmachen, der wird nirgendwo eingearbeitet. Das wird eine völlig chaotische, sagen wir mal, ersten 4, 6 Wochen, die neue Regierung in Amerika da vor sich haben wird. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn der Trump ihn auch noch den Stuhl ansägt. Bis dahin habe ich hier so ein paar Sachen, das ist schwierig. Ja? Und der Trump, er gibt ja nicht auf und will ja weiterhin klagen, klagen, klagen. Irgendwann muss er es akzeptieren oder nicht. Es gibt ja verschiedene Comics im Internet, wo er dann an seinem Stuhl sitzen rausgetragen wird. Ja? Das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Ja, muss ich lachen. Wer ist das? Alec Baldwin, der das macht. Ja? Sensationell. Müssen wir mal schauen im Netz. Wirklich gut.
Ja, manchmal braucht man keine Laktose, um intolerant zu sein. Sagen wir es mal so rum. Also ich hoffe auf jeden Fall, das ist vorbei. Der 20.01. ist für mich deswegen ein wichtiger Tag, weil zum einen müssen die mal mit verschiedenen Sachen aufräumen. Und ich glaube, das wird ziemlich chaotisch nach dieser Zeit. Hinzu kommt, dass am 28.01. SAP beginnt mit den Zahlen für die jeweiligen Quartale, die angesagt werden. Das letzte Mal hat SAP extrem viel verloren. Vielleicht erinnern Sie sich, die gingen von, was war das, 127 runter bis zu 90. Ja, und das mehr oder weniger an einem Tag. Ich hielt das damals auch schon für völlig überzogen. Ich habe damals auch einen Film gemacht, dass ab 94 kann man wieder rein. Jetzt sind sie bei 107. Wollen einen Teil ihrer Firma an die Börse bringen, also einer Subfirma an die Börse bringen. Das war völlig überzogen. Das zeigt mir aber auch, dass vieles hier im Markt auf tönernen Füßen steht. Ja, es ist halt geldgetrieben, aber vielleicht nicht unbedingt überzeugungsbetrieben. Und ich glaube, dass wenn SAP anfängt, da kommen, also direkt danach kommen dann Siemens, da ist ja schon die erste Hauptversammlung und. Ich glaube, dass so etwas, was wir in SAP hatten, vielleicht nicht in dieser Form, weil der Markt macht einen Fehler nicht zweimal. Ja, das können Sie hier ganz schön sehen. Hier war also der erste Corona-Lockdown und hier ist der zweite Corona-Lockdown. Der Markt wiederholt nicht Fehler, der ist schon lernfähig. Ich glaube aber, dass es da einige Firmen gibt, die Zahlen vorlegen werden, die wirklich schlecht sind und die Ausblicke auch nicht besonders toll. Und das ist halt so eine Geschichte. Das schlägt mir ein bisschen auf den Magen. Deswegen ist dieser 20.01., den ich eben angesprochen habe, ist für mich eigentlich so eine zeitliche Deadline. Bis dahin kann ich mir vorstellen, laufen wir hier noch und dann kann ich mir vorstellen, gehen wir eher runter. Auf Wochensicht würde das bei mir heißen, dass wir durchaus nochmal hier diesen Bereich um 12.000 sehen können. Also da habe ich keine Scheu, das zu sagen, und zwar im ersten Quartal. Gehen wir mal auf den Tag. So. 200-Tage-Linie ist weit weg, zieht mächtig nach oben. Aber die interessiert mich jetzt momentan nicht, eben weil die sehr weit weg ist. Auch hier, wir sind aus dem oberen Band raus und wir haben wieder drin geschlossen. Dann kommt danach direkt ein Doji, eine Unentschlossenheit des Marktes. Wir sind hier noch positiv, allerdings nicht besonders gravierend, also es ist kein schönes Signal. Das hier sind schöne Signale, das hier sind schöne Signale, ja, wenn das MACD so sinuskurvenmäßig ist. Wir gelten, ja klar, als überkauft, aber auch hier, da ist kein Verkaufssignal. Wir gehen noch nicht hier unter die 80. Ich bin da nach wie vor sehr statisch. Die Bänder gehen auf. Allerdings ist das untere jetzt schon in der Horizontalen. Das heißt, es wird schwierig für den Markt, da jetzt nochmal 500, 600 Punkte draufzulegen. Aber ich möchte eine 14.000 auf gar keinen Fall ausschließen bis zum 20.01. Ansonsten bin ich hier also auch eher der Meinung, oder vielmehr einen echten Warnschuss kriegt der Markt unter der 13.000. Da sind wir hier. Da kriegt er einen fetten Warnschuss und wir haben hier noch ein sehr schönes Gap bei 12.500 rund. Also ich glaube, dass wir nach dem 20.01. eher diesen Bereich hier unten sehen werden oder zum Ende des Monats, sagen wir es mal so. Wenn wir das dann haben, jetzt gehe ich mal zurück wieder auf die Woche, wenn wir so das erste Quartal rum haben und werden, was ich hoffe, irgendwo hier dann nochmal landen, kann ich mir vorstellen, dass im zweiten Quartal, auch wenn da viele Zahlen kommen, dass wir zum Ende des zweiten Quartals, sprich bis 30.06., doch dann wieder höher stehen. Wieder irgendwo hier so und erneut um die 14.000 kämpfen. Den Rest des Jahres, auch wenn es ein Jahresausblick ist, tue ich mich sehr, sehr schwer, aber ich denke tendenziell, dass wir diese Seitwärtsphase, die wir hier seit Jahren haben, die werden wir nicht nennenswert verlassen. Also ich glaube, das wird tendenziell ein insgesamt volatil ärmeres Jahr. Von daher rechne ich im Großen und Ganzen damit, dass wir am Ende des Jahres irgendwo zwischen 13.200 und 13.500 stehen. Mit allerdings nicht zu großen Schwankungen zwischendrin. Ich kann mir vorstellen, dass der Blick auf Einzelwerte definitiv interessanter sein wird als der Blick auf den Gesamtmarkt. Leute, ich wünsche euch ein ganz tolles 2021, auf das alle eure Träume, Wünsche, Vorhaben in Erfüllung gehen. Und bei mir wird es weiterhin so bleiben, dass ich also mindestens drei Filme die Woche mache. Davon ist einer der Wochenend-DAX, einer der Mittwoch-DAX, dann kommt ab und zu ein Einzelwert und darüber hinaus dann noch einen anderen Index, wie zum Beispiel den Nasdaq oder Standpur oder was auch immer. Also da wird sich gar nichts ändern. Nochmals alles, alles Gute. Viel Spaß im neuen Jahr, Happy Trading und fette Beute. Bye bye.